Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zum Webinar De-Stress Yourself, zu meinem neuen Coaching-Ansatz, den ich bevorzugt auch mit Erfolgsteams mache, also kleinen Teams mit maximal 6 Personen, die sich über maximal 3 Monate lang online oder auch hier offline vor Ort treffen. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Denn ich bin überzeugt, dass gerade wenn du dich im Druck befindest, durchaus in der Lage bist, dich davon zu befreien und dich zu entstressen. Ja, kurz vorweg, ich möchte in diesem Webinar ja vielleicht beim Du bleiben, weil es ja ein sehr persönliches Thema ist, das ganze Stressmanagement und auch die eigene Belastung. Und ja, insofern habe ich mich entschieden, dort vom Sie zum Du zu wechseln. Ich hoffe, es fühlt sich keiner von euch auf die Füße getreten. Es ist ja schließlich ein sehr persönliches Thema. Nun, zu meiner Person. Ja, was ist der Hintergrund von De-Stress Yourself? De-Stress Yourself ist wirklich in der Tat ein Begriff, der mir erst im letzten Herbst wie Schuppen von den Augen gefallen ist und wie ich gesagt habe, so heißt eigentlich das Kind. Es heißt nicht eben Zeitmanagement, es heißt nicht Selbstmanagement. Die Ursache meiner Kunden, meiner Klientel ist im Prinzip wirklich, dass sie schon sagen, ich bin kurz eigentlich vor dem Burnout, ich habe da Probleme, ich komme einigen Dingen nicht nach und da ist es also allerhöchste Eisenbahn einzugreifen, zu sagen, okay, wie können wir das machen, dass wir uns dort den Stress von den Schultern nehmen. Ja, ich bezeichne nämlich selbst als Mehrwertcoach und ja, mein Anliegen ist, ja, dir vor allem mehr Zeit zu verschaffen. Natürlich ist die Zeit nur, ja, ganz gleichmäßig verteilt und es gibt den schönen Spruch, manche haben die Uhr, wir haben die Zeit. Und darum geht es natürlich auch, dass wir die Zeit, die wir haben, wirklich sinnvoller einsetzen als eben mit Stress, mit Hektik, mit ja, Verzweiflung, mit dem sich drehen im Kreise, sodass wir also dort ein wesentlich gelasseneres und vor allem auch produktiveres Leben führen können. Kurzum, für Unternehmen geht es darum, effektive Strukturen für effiziente Prozesse zu schaffen, also für den einzelnen Mitarbeiter oder für dich vor Ort, egal wo. Denn die Grundregeln sind immer die gleichen, sich zu fragen, wo gerate ich in Stress, was ist mein persönlicher Stressor und wie kann ich diesen ganzen Sack vielleicht an Stressoren dort bewältigen. So, ja, vielleicht noch zum Ablauf. Jetzt haben sich auch schon noch mehrere hinzugeschaltet. Ich habe hier eine Aufzeichnung heute mitgestartet. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hinterher freischalten werde. Daher ist die Teilnehmerliste nicht für alle sichtbar. Gleichwohl kann jeder mit mir im Chat kommunizieren und ich werde das natürlich dann auch entsprechend nochmal wieder allen mitteilen. Einfach damit die Privatsphäre auch gewahrt bleibt, wenn die Aufzeichnung eventuell nochmal später freigeschaltet wird. Ja, und das haben wir in der heutigen Agenda. 3 Punkte, die ich mitgebracht habe, also die man auch, wer meine anderen Webinare oder Trainings kennt, im absoluten Stress darf man 3 Dinge nicht vergessen. Und ja, 5 ist schon eine höhere Anforderung und 7 schon etwas für sehr konzentrierte Menschen. Also wir werden uns einerseits befassen mit Stress und mit der Entstressung sozusagen. Was bedeutet das und was hat vor allem Stress für Folgen? Das ist jetzt gerade auch ein sehr populäres Thema in den Medien, nicht zuletzt wegen des Fliegers, aber da gibt es natürlich auch ganz andere Konsequenzen, deren man sich einfach bewusst sein sollte. Dann geht es im zweiten Schritt darum, den Stress zu erkennen, und zwar um die Methoden, wie könnt ihr für euch den Stress erkennen, was sind eure persönlichen Stressoren. Denn wenn ich etwas erkannt habe, egal was, dann kann ich daran arbeiten. Und dann möchte ich euch Wege aufzeigen, wie ihr Stück für Stück den Stress auch beseitigen könnt und was euch dabei helfen kann,
Zum Beispiel eben ein Erfolgsteam. Also, das wäre der dritte Punkt, den Stress zu beseitigen. Und ich hoffe, dass ihr heute einige Anregungen für euch mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr eben, wie gesagt, auch Spaß oder Lust darauf, mein Erfolgsteam, die Stress Yourself, dort daran teilzunehmen. Oder ihr sucht euch selbst ein Erfolgsteam, indem ihr wirklich bewusst an euren Stressbaustellen arbeitet. Wie das Ganze funktioniert, das im dritten Abschnitt. Ja, was dir blühen kann. Stress und De-Stress, dazu einige Grundüberlegungen. Und da möchte ich erstmal euch fragen, wenn ihr diesen Stressometer dort seht, sehr schön, wenn wir so etwas hätten. Natürlich kann man den Stress auch wirklich messen am Hautwiderstand, am Blutdruck, am Puls, an der Atemfrequenz. Dann sind wir schon mit Stress sehr hoch belastet. Wer also regelmäßig seinen Blutdruck beispielsweise misst, weiß ganz genau, wann waren gute und wann waren schlechte Tage. Denn manchmal ist es uns gar nicht so bewusst. Also wir arbeiten, wir laufen nämlich dann schon so im Automatenmodus vor uns hin und ja, uns ist gar nicht bewusst, welchem Stress wir uns da eigentlich aussetzen. Aber wenn ihr mal so in euch hineinhorcht, da ist meine Frage an euch, auf welchem Stresslevel befindest du dich häufig? Ja, bitte tippt einfach die Farbe in den Chat und ich gebe euch gleich ein Feedback, welche Farben wir da ziemlich häufig verteilt haben. Und dabei steht natürlich grün, das sehen wir hier an der Yoga-Position für äußerst gelassen. Ich habe gar keinen Stress. Und ja, dann sieht man eben, wie gesagt, das Rot auf der anderen Seite eben für ein sehr, sehr hohes Stresslevel, wo man sagt, ja, eigentlich kann ich abends auch nicht mehr richtig einschlafen. Ich habe da recht viel Stress. Ja, jetzt muss ich noch kurz an den Einstellungen was verändern. Irgendwas sehen wir hier nicht. So. Okay, ich sehe hier, viele sagen gelb-orange. Und gelb-orange ist auch in der Tat etwas, was ich schon häufig in Seminaren, in Webinaren gehört habe, dass man also den Stresslevel dort auf, ja, schon, wo man so eben merkt, es ist kurz vor rot bei der Ampel und ja, es wird Zeit, einfach etwas anzupacken. Und dazu sollten wir uns natürlich fragen, was ist guter Stress und was ist schlechter Stress? Und ja, wie wir das hier in dieser Abbildung schön sehen, gibt es natürlich auch guten Stress. Das ist ein Stress, den wir haben. Beispielsweise, wenn uns etwas gelingt, der bringt uns nach oben, der ist super, der bringt uns ja, Energie, der feuert uns an. Und insofern können wir da ein Smiley hinsetzen, der sogenannte Eustress. Den Eustress kann man bewusst auch ein bisschen herführen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr euch Ziele setzt, gerade im körperlichen, im sportlichen Bereich und die richtige Strategie wählt, sodass ihr also wirklich nicht scheitert, sondern Stück für Stück eurem großen Ziel näher kommt, beispielsweise einem Marathon mitzulaufen, einen besonderen Berg zu besteigen, so und so viele Bahnen zu schwimmen oder ähnliches oder eine Kletterwand vielleicht hochzuklettern. Und dann merkt man so, da ist erstmal Stress da, hoffentlich schaffe ich das, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann. Und wenn wir es geschafft haben, fühlen wir uns total super entspannt, das ist fast wie ein Urlaub. Das ist Eustress. Man sollte auch immer gucken, dass man ja, ein bisschen ja, für Eustress sorgt. Also wie gesagt, gerade im Thema so Sport, Freizeit gibt es immer Dinge, Herausforderungen, mit denen man sich dort ja den richtigen Ausgleich auch gerade zum anders stressigen Berufsleben schaffen kann. Natürlich gibt es auch Eustress auf der Arbeit, wenn wir ein Projekt abgeschlossen haben, wenn wir merken, dass Team funktioniert, wenn wir merken, der Zusammenhalt ist da in der unter den Kollegen. Und wenn wir also dort wirklich Spaß haben an der Arbeit, dann sind wir eben auch im positiven Stress
Und der ist wirklich sehr gesund. Leute mit positivem Stress sollen sehr, sehr alt werden. Demgegenüber drückt uns der negative Stress, der Distress, ziemlich runter. Und das ist auch ein Faktor dafür, für die Krankheiten, die wir heutzutage haben. Das fängt an, ja, ich kann einfach mal rumfragen. Drei Krankheiten. Wer hat schon einen Bandscheibenvorfall gehabt oder hat Herzprobleme oder massive Atembeschwerden, Allergien oder ähnliches? Einfach ein Ja reingeben, vielleicht in den Chat, wer vielleicht dort diese Problemchen hat. Bei Nein ist das immer eine super Sache. Dann gilt es, dem vorzubeugen, dass das erst gar nicht, erst gar nicht zustande kommt. Bei vielen Menschen ist wirklich mittlerweile so ein ganz klassischer Gesundheitsverlauf da. Es fängt an mit Allergien, mit kleineren Unverträglichkeiten. Es kommt der Bandscheibenvorfall, ganz häufig bei den Büroarbeitern, bei uns Kopfarbeitern. Und am Ende steht vielleicht ein Burnout oder eine sehr starke Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das betrifft ein Drittel der arbeitenden Leute. Muss man sich einfach mal so verdeutlichen. Das sind die Folgen von negativem Stress. Und negativer Stress heißt, wir haben Angst, wir haben Mangelgefühle, wir fühlen uns quasi wirklich regelrecht bedroht. Wir sind in unserem Überlebensprogramm drin. Und schauen wir uns das an in den Bei den Faktoren, hier habe ich zwei Gruppen gegenübergestellt. Das sind die sogenannten objektiven Stressoren. Da hat man häufig nicht so den ganz großen Einfluss drauf. Und die sind auch, wo man sagen kann, das ist nicht eingebildet, das ist nicht hausgemacht, das hat nicht was mit der Einstellung gegenüber Situationen zu tun, sondern das sind zum Beispiel Dinge, Arbeiten unter Hitze, im Lärm, Hunger oder Durst, ja, Schlafentzug. Also es sind wirklich Dinge, die auf den Körper direkt einwirken. Da kann man vielleicht nur eins machen. Und wenn es so schlimm ist, wenn man zum Beispiel einen sehr, sehr lärmenden Arbeitsplatz hat, vielleicht mal das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen, zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, dem Ganzen abzuhelfen. Und wenn es wirklich nicht mehr geht, würde ich da eher raten, sich vielleicht nach einem anderen Arbeitgeber, nach einem anderen Betätigungsfeld umzuschauen, denn das ist auf die Dauer nicht gut. Was heute der Mittelpunkt ist, das ist der sogenannte hausgemachte Stress, unsere subjektiven Stressoren. Und hier mal so ein paar Beispiele. Dort haben wir also Thema, ich fühle mich hilflos. Hilflosigkeit, Ungeduld, sich in etwas hineinzusteigern, sich maßlos aufzuregen über vielleicht etwas, was sowieso im Augenblick nicht zu ändern ist, ein vermeintlicher Leistungsdruck. Ich muss jeden Tag 120% geben. Damit auch verbunden, und man sieht, die gehören alle irgendwo zusammen, ja, die Bedrohung, ja, ich fühle mich bedroht, wenn ich nicht meine Leistung bringe, dann werde ich meinen Arbeitsplatz verlieren. Ganz, ganz typische Kette, ja, in dessen Ursprung eine tief verwurzelte Angst sitzt. Aber wo kommt die Angst her? Die hat eben nicht der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte erzählt. Die kommt meistens aus ganz, ganz eigenen Vorstellungen und ganz eigenen Gebärden, die wir uns da irgendwo uns vorstellen. Und insofern haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, positiv dran zu arbeiten. Es gibt Dinge, die sind viel harmloser. Bei mir hat das auch recht harmlos angefangen, und da habe ich auch gleich ein Beispiel mitgebracht, wie ich auch versucht habe, diesem harmlosen Stressfaktor zu begegnen. Und zwar war es bei mir eine wirklich ganz, ganz furchtbare Sache, unter der ich ganz lange gelitten habe. Das war ein Stress mit Terminen. Wenn ich Außenterminen hatte, ich habe es wirklich geschafft, so gut wie keinen Termin, ich sag mal 99%, bin ich irgendwie zu spät gekommen. Es kam immer was dazwischen und ich habe mich so maßlos über mich selbst geärgert. Es waren nicht die anderen, keine anderen Faktoren. Am schlimmsten, den meisten Stress habe ich mir gemacht, indem ich mich über meinen Mangel geärgert habe, dass ich es wieder nicht pünktlich schaffe. Ja, und was waren so die Eckpfeiler des Ganzen? Ich bin zu spät gekommen. Ich bin zu spät gekommen und war auch noch unvollständig vorbereitet, weil ich ja vorher diesen Stress irgendwie hatte. Und demzufolge stand ich nicht im Thema. Ich konnte also mich nicht so beteiligen,
hatte wiederum zur Folge, dass ich mich wahnsinnig über meine eigene Leistung, meinen eigenen Output geärgert habe. Ja, dann ging es von dem Termin meistens in den nächsten Termin. Da habe ich natürlich dann nichts nachbereitet sofort. Da fielen dann die Hälfte der Gedanken schon wieder irgendwo hinten runter. Und ich habe einen weiteren Haufen im Büro gehabt, in dem die Notizen abgelegt wurden, und warteten dann darauf, dass ich irgendwann mal Zeit habe, das Ganze wirklich zu Ende zu bringen. Ich habe das Ganze jetzt mal ziemlich karikiert, aber waren wirklich solche Anfänge dort und irgendwann habe ich gesagt, ich muss das anpacken. Und dabei habe ich verschiedene Wege eingeschlagen und erst später wurde mir bewusst, dass diese Wege im Prinzip, ja, dass diese Wege ein ganz, ganz normaler Kreislauf ist, ein Austesten der drei Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, wenn wir eine stressige Situation, einen Stressor identifiziert haben. Das erste war, ich habe mir einen Termin vor dem Termin geplant. War erstmal ganz klasse, habe mir also jetzt nicht nur hingeschrieben, ich muss um 13 Uhr in der Trattoria sein, um mich vielleicht dort zu einem Geschäftsessen zu treffen, sondern habe ab 12 Uhr die Anfahrt eingeplant. Was mir übrigens sehr geholfen hat, war ein Tool, was ich kennengelernt hatte, nämlich ein Ziffernblatt für die Tagesplanung aufzuschreiben, aufzumalen und mir die Zeitfenster, die besetzt sind, dort wirklich plakativ zu kennzeichnen. Das hat den Vorteil einfach für sehr visuell orientierte Menschen, dass man das Gefühl hat, man hat einfach den Kalender besser im Blick, also den Tageskalender. Funktioniert nur beim Tag, nicht beim Monat, denn ja, nur der Tag ist ja nun mal in die Uhr unterteilt. Ja, was war aber mittelfristig die Folge? Ich habe natürlich meinen Termin Anfahrt nicht wirklich ernst genommen. Ich wusste ja, das ist ja Reservezeit. Habe ich ja noch 5 Minuten, dieses Telefonat kann ich noch machen, die Akte kann ich noch bearbeiten. Die Kleinigkeit kann ich noch erledigen und es führte dazu, dass ich mich nicht an meine eigenen Termine quasi gehalten habe und kam wieder einmal zu spät. Es hat mich sehr geärgert und ich probierte natürlich etwas anderes, indem ich zum Beispiel versuchte, keine Außentermine mehr zu machen. Also ich habe die ganzen Personen zu mir ins Büro eingeladen, habe bewirten lassen, war dann ja schließlich vor Ort, auch pünktlich, so gerade auf die Minute. Das war aber auch sehr unbefriedigend, weil natürlich bei mir in meinem Unternehmen jetzt die ganzen Vorbereitungen waren, der Meetingraum war dauernd besetzt, ich habe halt mit mehreren Personen zusammengearbeitet und auch Mitarbeiter gehabt. Es war halt dann schon ein Platzmangel und wir mussten uns dann schon überlegen, ob wir uns erweitern. Also irgendwie war das auch nicht, es war ja vor allem auch nicht die Lösung dessen, dass ich bei einem Außentermin dauernd in diesen Terminstress kam. Die dritte Sache war, und das war das, was ich sage, da habe ich es dann geschafft. Ich habe mich wirklich ernst genommen, habe eine Regel daraus formuliert und habe gesagt, wenn ich um 13 Uhr mitten in der Innenstadt einen Termin zum Mittagessen habe, dann höre ich um 12:30 Uhr oder um 12 Uhr, je nach Erfahrungswert, wie lange ich zur Anfahrt brauche, plus eine Viertelstunde noch zusätzlich drauf. Dann höre ich ab da auf, eine neue Aufgabe anzufangen. Ich nehme auch kein Telefonat mehr an. Rigoros nicht. Ich nutze die Zeit, um mich bewusst darauf vorzubereiten, zu schauen, habe ich alle Unterlagen dabei, weiß ich noch, was ich alles ansprechen will. Also ich nehme mir wirklich die Zeit und mache die Schotten dicht, wie man so schön sagt. Also wirklich Telefon auf oder das Handy in diesem Fall auf Flugmodus, keine Anrufe mehr durchstellen lassen. Ja, und dann rechtzeitig losfahren. Heutzutage geht es mir so, wenn ich dann in einen Stau komme bei einem Termin, selbst dann habe ich in der Regel kein Problem, weil ich eine große Zeitspanne habe durch diese Regel. Ja, ich habe also keinen Termin gemacht, sondern für mich eine Regel festgelegt. Und das ist der große Schritt, sich selbst zu entstressen, für sich die Regeln zu finden, die sinnvoll sind und die ja, bei dem größten Stressor für Abhilfe schaffen oder sorgen. Ja, heutzutage habe ich wirklich
Kein Scherz, meine Polierfeile für die Nägel, also nicht das Feilen, sondern das Polieren. Das macht ja keinen großartigen Dreck. Im Auto im Seitenfach liegen und im Stau kann ich sagen, okay, kannst du noch mal gucken, ob deine Maniküre alles ganz in Ordnung ist, oder ja, habe irgendwelche anderen Dinge, die ich noch nebenbei machen kann, ohne unaufmerksam am stehen im stehenden Fahrzeug im Stau zu sein. Nun, worauf ist das jetzt nun zurückzuführen? Und das ist ein wesentlicher Ansatzpunkt beim De-Stress Yourself. Ich habe die Möglichkeiten, wenn ich Stress empfinde, muss ich erstmal den Stressor herausfinden, denn es ist nicht der Stress, dass ich einen Termin mit dem Herrn Meier oder Herrn Müller habe. Es ist auch nicht der Stress, dass ich einen Termin in der Stadt habe, sondern es ist der Stress, den ich mir selbst mache, weil ich meinen Terminkalender nicht ernst nehme und keine Pufferzeiten einplane. In diesem Beispiel. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Die erste Möglichkeit war, ich habe versucht, meine Terminsituation zu verändern. Das war Möglichkeit Nummer 1. Indem ich einen zusätzlichen Termin gemacht habe. Hatten in gewisser Weise funktioniert. Nicht so richtig. Eben, weil ich keine Regeln dafür hatte. Die zweite Möglichkeit, das ist eigentlich immer so das Schlechteste, was man wählen kann, denn in seltensten Fällen können wir heutzutage unsere Situation im Beruf komplett vermeiden oder verlassen. Irgendwann müssen wir uns den Dingen stellen und insofern ist das einfach immer eine ganz, ganz schlechte Lösung. Das heißt, einfach auf Dauer wegzurennen. Also wenn ich die Situation verändern kann, super. Wenn das nicht klappt, dann ist vielleicht Schritt 3 das Richtige, indem ich versuche, die Einstellung zu verändern zur Situation. Und Einstellung heißt, ich begreife jetzt nicht den Termin als Stressor, ich begreife ihn als Chance, dass ich mir die Zeit nehme, mich wirklich ernsthaft in Achtsamkeit, in Wertschätzung vorzubereiten, um auch eben pünktlich zum Termin zu erscheinen. Was mir hilft, eben meine Regel zu sagen, ja, eine Stunde vorher höre ich beispielsweise auf, neue Aufgaben zu beginnen. Das erfordert eine wahnsinnige Disziplin, hört sich jetzt erstmal ganz einfach an. Wenn man aber einen vollen Terminkalender hat, sagt man sich ja, Moment mal, da vergeude ich ja mindestens 30 Minuten, in denen ich ja vielleicht drei Telefonate hätte führen können oder ein Mitarbeitergespräch oder ein Kundengespräch oder irgendwas anderes Tolles, Produktives tun könnte. Also es erfordert ein wirkliches Loslassen zu sagen, nein, das ist auf die Dauer kontraproduktiv, weil ich im Stress, im Termin ja auch nicht vorbereitet bin und dann kann ich den Termin auch nicht so toll durchführen. Wie gesagt, dies hier mal ein Beispiel Thema Terminstress. Es geht also darum, für euch die Stressoren zu erkennen und die Faktoren also erstmal auseinanderzunehmen, wann geratet ihr in Stress. Das ist so der erste Schritt. Und sich dann zu überlegen, was ist der limitierende Faktor? Also warum habt ihr den Stress in der Situation? Habt ihr den Stress, weil ihr ja vielleicht nicht Nein sagen könnt und schon wieder freundlich wart, ne? Und gesagt habt, ja, mache ich auch noch, habt euch am Bauch gepinselt gefühlt. Irgendjemand hat gesagt, du kannst das so toll. Dann wart ihr nicht bei euch, bei euren Prioritäten, bei euren Zielen vielleicht. Ne? Also wirklich, das Wichtige ist erstmal gnadenlos eine gewisse Zeit. Also so 1 bis 2 Wochen sich aufzuschreiben, was war toll und was war nicht so gut. Um sich dann mit diesem sogenannten Erfolgstagebuch auseinanderzusetzen. Hier nochmal so ein paar Beispiele für typische Stresstrigger. Tja, du suchst etwas und gerätst in Zeitdruck. Passiert ganz häufig. Irgendwas verlegt, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Oder du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Ja, Moment mal, da ist ein riesengroßes Projekt und ich muss dies machen, das machen, jenes machen. Und was macht man? Ich checke erstmal die E-Mails, vielleicht ist da eine schönere Aufgabe drin. Ganz, ganz typische Sache, wenn man in Stress gerät. Oder Lösungs- oder Möglichkeit Nummer 3, du versuchst Multitasking.
auch so ein ganz klassischer Stressor. Und man muss sich immer fragen, warum macht man das? Was ist denn der Faktor dahinter? Ne? Wenn ich versuche, zeitgleich E-Mails an die Person A zu beantworten und mit Person B über das Projekt C zu telefonieren, kann nicht gut gehen, irgendwas geht schief dabei. Denn wir sind keine Multitasker, das ist psychologisch erwiesen. Ja, und die letzte Möglichkeit, die ist auch nicht so selten anzutreffen. Du weißt eigentlich gar nicht genau, was zu tun ist. Und dann fängst du irgendwas an, lässt es, unterbrichst es und fängst das nächste an. Und das ist schon so ein, ich sag mal, Stufe 2, ja, oder tieforange, bevor man so in den roten Bereich reinkommt. Wenn man also so merkt, das sind so meine Strategien, mit denen ich was mache, aber hinter denen steckt natürlich was. Folgendes steckt dahinter. Wir haben ja verschiedene Dinge gesehen. Also beispielsweise, du suchst was und findest es nicht. Dann hast du eine Datei, ein Utensil, was auch immer. Dann fehlen Strukturen. Dann ist es genau jetzt an der Zeit, daran zu arbeiten, Strukturen aufzubauen. Oder du weißt nicht, wie du wirklich beginnen sollst. Dann sind es vielleicht die Prozesse. Dann fehlen da Prozesse. Also ja, für mich ist immer so mental, auch wenn ich da schon eine super Checkliste habe, aber weil man es nur einmal im Jahr macht, Einkommensteuererklärung. Ach, das wird geschoben, da war da noch was, da muss ich Bescheinigungen zusammensuchen und so weiter. Ich habe es jetzt schon so geschafft, dass ich 95% schon im Laufe des Jahres immer alles in einen Ordner wunderbar sortiere mit Anmerkungen und so weiter. Aber ich weiß, irgendein Beleg fehlt immer noch. Und allein dieses Wissen, ja, sagt mir, ich muss daran noch arbeiten, diesen Prozess zu verbessern. Also auch für mich im Stressmanagement oder Zeitmanagement und in der Arbeitsorganisation ist da lange noch nicht irgendwo alles gelöst. Das wird sich auch nie, denn wenn man die eine Baustelle geschlossen hat, dann öffnet sich die nächste. Ja, wir haben noch zwei weitere Beispiele gehabt. Die Unschlüssigkeit, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Dahinter steckt eigentlich der Stressor, kein sich nicht des Ziels bewusst zu sein. Was will ich eigentlich? Und die fehlenden Prioritäten, was ist jetzt wirklich dringend und was ist wirklich wichtig, das ist ein typischer Faktor, wenn man anfängt, Multitasking zu machen. Also wenn man merkt, ich mache Multitasking und das bringt mich in Stress, dann steht einfach die Frage nach den Prioritäten da. Und dann ist eigentlich der Punkt zu sagen, Telefonhörer daneben, beziehungsweise für 5 Minuten Flugmodus. E-Mails nicht checken, erstmal überlegen, Moment, was ist wichtig? Was ist jetzt wirklich wichtig? Um da schon mal den ersten Ansatzpunkt zu haben. Und wenn man sich natürlich über ja, ne, ein, 2 Wochen seine Stressoren ein bisschen aufschreibt und die dann analysiert, dann ist es eben wichtig, ja, da dann auch anzupacken bei den Stressoren, die auf den gleichen Faktor eigentlich laden, auf die gleiche Art und Weise zurückgehen. Und das hat so jeder. Also es gibt so typische Leute, bei denen ist eigentlich immer das Ziel nicht so ganz klar oder die eigene Aufgabe nicht definiert. Andere, die ganz, ganz häufig einfach ja, die Prioritätenfrage sich da keine Zeit für nehmen und wieder die nächsten, die in operativer Hektik ganz viel erledigen wollen und wo einfach die Prozesse fehlen. Und deswegen wird es sehr schwierig, immer wieder in die gleichen Prozesse zu kommen, weil sie nicht definiert sind. Ja, und da, wie war das nochmal? Ach, ist egal, ich mache das jetzt, wie es mir jetzt in den Sinn kommt. Und man muss die Aufgabe immer wieder neu durchdenken. Ganz, ganz großer, klassischer Stressor, den wir hausgemacht haben. Also hier nochmal zusammengestellt, typische Stresstrigger, du suchst und gerätst in Zeitdruck, weist auf fehlende Strukturen hin. Das heißt also hier sich hinsetzen, zu sagen, wo lege ich was ab, wie nenne ich benenne ich meine Dateinamen, was lege ich in Evernote oder OneNote ab und wo mache ich mir eine Notiz in Outlook oder arbeite ich lieber mit irgendeinem anderen Werkzeug. Und so weiter und so fort. Oder du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Das heißt immer, ich habe irgendwo einen Prozess nicht definiert, weil ich irgendwo von A
bis E wie Ende einfach nicht so genau weiß, was sind die Dinge, die dazwischen gemacht werden sollen, was sind die Zwischenschritte. Da ist eine ganz, ganz tolle Sache, die Prozesse, nicht alle Prozesse, ganz wichtig. Und ich habe eine Zeit lang Prozessorganisation, Prozessmanagement sehr stark begleitet, nicht alle Prozesse aufzuschreiben, sondern nur die, bei denen man so feststellt, oh, ich will das nicht anpacken. Da muss man einmal da durch und sagen, jetzt mache ich die Checkliste für die Einkommensteuererklärung. Da steht von Schritt 1 bis 39 drauf, was muss ich in welcher Reihenfolge machen. Oder ich suche mir so eine aus dem Internet, was auch immer. Und beim nächsten Mal weiß ich, wenn ich eine geeignete Struktur habe, wo die Liste ist, kann sie hervorziehen und kann das dann entstresst bearbeiten. Ja, also mangelnde Prozesse ist ganz häufig ein Stressor für Prozesse, die sporadisch wiederkommen, die man nicht täglich macht. Was wir täglich machen, das machen wir automatisch. Das geht uns irgendwann in Fleisch und Blut über. Was wir aber nur einmal im Monat machen oder einmal im Quartal, das wird so meistens zu so einem großen Berg, so, ja, da sitzt der Schweinehund schon drauf und die Aufschieberitis, die winkt auch schon und sagt, nee, nee, pack uns mal lieber nicht an. Das ist eine unlösbare Aufgabe. Und ja, dadurch geraten wir natürlich beispielsweise auch in Zeitstress, weil wir zu spät solche Dinge anpacken. Ja, wie eben schon gesagt, Multitasking ist meistens ein Indikator für fehlende Prioritäten. Und fehlende Prioritäten heißt nicht, dass ihr mental nicht in der Lage seid zu erkennen, was ist dringend und was ist wichtig. Das heißt auch, ihr könnt euch nicht abgrenzen. Loslassen von Dingen, die unwichtig sind für euch und für andere und Nein zu sagen zu anderen, die euch ihren Krempel quasi auf den Tisch schieben wollen, die euch mit in das Boot der Verantwortung für irgendwelche Delegationsaufgaben holen wollen. Ihr grenzt euch da nicht ab, in aller Wertschätzung, sagt du, ist schön, aber, ne? Oder lieber Chef, ist klar, kann ich machen, dann kann ich aber die Aufgabe nicht machen, dann muss die jemand anders machen, weil beide Aufgaben gleichzeitig geht nicht. Ne? Dieses Nein sagen geht sehr wohl. Spätestens an dieser Stelle höre ich in klassischen Trainings ganz häufig, Moment, ich habe einen Chef, den interessiert das nicht, das geht nicht. Doch, das geht schon, weil wenn ihr tot umfallt und 2 Wochen ist die Stelle unbesetzt, dann geht das auch. Ja, also, und das geht. Also, ich habe schon einige Todesfälle leider miterlebt von Leuten, die unter 50 sind. Und in 2 Wochen war das Ganze dann auch kein Thema mehr. Also, wenn man nicht selbst für sich Vorsorge trägt, das macht kein anderer. Ja, also nach diesem kleinen Input. Vielleicht so die Frage an euch, mal im stillen Kämmerlein, was sind eben eure Trigger? Und dazu, ja, gleich weiter zu den Methoden. Schreibt einfach, führt so ein Stress- und Erfolgstagebuch, macht einfach so eine Plus-Minus-Liste, was ist so passiert? Ja, also habt ihr schon wieder heute was verlegt, gesucht? Habt ihr heute schon wieder nicht Nein gesagt? Habt ihr 3 Stunden etwas gemacht, was ihr gar nicht machen wolltet, was nicht im Plan war und was auch nicht absolut wichtig und dringend war? Schreibt es auf, einfach neutral runterschreiben, nicht an diesem Abend sich drüber ärgern oder werten oder noch sagen, mein Gott, ich habe es immer noch nicht erkannt. Das ist erstmal raus aus eurem Bewusstsein, belastet euch nicht weiter, runterschreiben, mindestens eine Woche lang, besser 2, optimal 3. Oder 4, denn dann habt ihr wirklich einen großen Überblick. Und dann nehmt ihr euch die Zeit, und das wäre jetzt eine Möglichkeit, in einem Erfolgsteam da gemeinsam zu sprechen, denn andere sehen natürlich auch mehr oder haben eine andere Perspektive. Dass sie sagen können, guck mal, das ist immer, dass du was suchst. Oder es ist immer etwas, dass du dich nicht abgrenzt, dass du Arbeiten für andere machst oder irgendwelche anderen Dinge. Und dann kann man wirklich ganz bewusst an diesem Faktor arbeiten. Weil dann ist der nächste Schritt zu sagen, aha, erkannt, ich brauche eine Struktur, ah, erkannt, ich brauche eine Priorität und zur Priorität gehört die Kunst, Nein zu sagen. Nein, nicht ich, nein, nicht jetzt, nein, nicht in dieser Form beispielsweise.
Und ja, natürlich ist es aber auch super, wenn man eben die Plusliste ausfüllt, weil das wiederum ja ein Motivator ist, zu sagen, was hat einfach heute geklappt, wo erinnere ich mich gerne dran. Das kann man natürlich auch dauerhaft führen, nur da gibt es ganz viele Werkzeuge. Ich empfehle sowas immer zu führen, immer dann, wenn man merkt, ich habe einen Leidensdruck. Und dann kann man das einfach als Analysetool auch nehmen. Und wenn alles ja wieder besser in geeigneten Bahnen, in wohlgeordneten Bahnen läuft, dann kann man sich dieses Instruments oder dieses Werkzeugs auch wieder entledigen. Was also daraus folgt, wenn ihr ein Stress- und Erfolgstagebuch führt und euch dann mal anschaut, was sind Dinge, die euch wirklich belasten. Ihr könnt auch beim Durchlesen ja dann noch mal so in euch reinhorchen, also wo es wirklich schwer wird ums Herz. Das sind dann wirklich so die Dinge, die einen wirklich belasten. Ich habe schon wieder eine Aufgabe angenommen, die gar nicht in mein Arbeitsfeld gehört, beispielsweise. Ja, oder ich habe schon wieder da gehangen, wie dieser Prozess geht, wo ich anfangen soll. Da macht euch dann ein ganz, ganz großes, dickes Ausrufezeichen dran. Das ist dann einer eurer ganz, ganz großen Stressoren. Und den größten solltet ihr zuerst anpacken. Weil wenn ihr den großen Brocken weg habt, dann könnt ihr die kleineren auch schneller wegpacken. Also ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Liste. Man sieht es, ich habe die 20.04.2011, ziemlich genau vor 4 Jahren angefangen. Natürlich habe ich auch schon vorher immer mal solche Listen geführt, aber das war dann gerade in meinem Generalbuch mal wieder Zeit, wo ich gemerkt habe, du hast wieder Stressfaktoren, vor allem mit der Zeit. Und man sieht, ich habe hier zum Beispiel einfach Regeln aufgeschrieben. Und die hatten auch einen Hintergrund. Die erste Regel war abends 1,5 Stunden zum Abschalten, also echte Freizeit zu schaffen. Und was war der Hintergrund? Ja, ich habe zum Beispiel Abendtermine gehabt. Und habe dann so für mich in der Planung gedacht, na, ist klar, dann gehst du gleich ins Bett und dann kannst du wunderbar um 5 Uhr morgens aufstehen, um 6 Uhr auf der Autobahn sein, um 8 Uhr in der nächsten Großstadt sein und so weiter und so fort. Und hatte aber dann gemerkt, meine Energie reicht da gar nicht für. Wie sich dann so feststellte, eigentlich schläfst du dann ja auch nicht um 11:30 ein, wenn du um 11 Uhr nach Hause kommst, sondern um 1 Uhr vielleicht, und dann ist es einfach zu wenig, 4 Stunden zu schlafen. Also entweder machst du den Abendtermin nicht mehr, ja, oder du machst den Morgentermin eben später. Und daraus sind für mich, das war mein Leidensdruck damals, die Regeln eben entstanden, Abschaltzeit einzuplanen, eine wirkliche Ruhephase 12 Stunden zu haben, und so weiter und so fort. Die Regeln können wirklich ganz individuell sein. Es müssen eure Regeln sein. Also, was ihr feststellt, ich mache da immer einen Fehler für mich. Schreibt euch nicht etwas auf, dass ihr sagt, ich plane mir jetzt noch einen Termin ein, abschalten im Terminkalender, sondern schreibt euch dazu als Regel auf. Sagt, okay, immer wenn, tum, 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 dann mache ich das und das. Also, das wirkt wirklich Wunder. Und schaut einmal am Tag da drauf oder klemmt euch das Post-it morgens an den Badezimmerspiegel, um motiviert vielleicht am Tag mit Scham immer mal wieder Nein zu sagen. Ja, wenn das Nein sagen beispielsweise euer Problem ist, dann könnt ihr also wirklich ganz bewusst an dieser Baustelle arbeiten. Ja, damit habe ich schon ein bisschen vorweggenommen vom Stress beseitigen und meine Methode, die ich ja sozusagen hier heute ein bisschen preisgebe, das ist die sogenannte kleine Challenge. Es gibt kleine und große Challenges und die hängen davon ab, ob ich etwas täglich mache und wie stark ich eine Veränderung habe, also ob es eine kleine Mikrogewohnheit ist, die kann ich in 30 Tagen in etwa ja angewöhnen, oder ob es ein wirklich großer Schritt ist. Beispielsweise eine vollkommen andere Arbeitsweise. Da brauche ich dann zwischen 66 und 90 Tagen. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir also für die großen Schritte länger brauchen, damit die so manifestiert sind, dass sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken, dass zum Beispiel ein Nein sagen zum Reflex wird. Fällt mir auch noch wieder ein schönes Beispiel ein. Ich habe mir früher einen Stressor
war bei mir ganz schnell ja klar zu sagen. Und heute sage ich immer, oh super, können Sie mir das nochmal per E-Mail senden? Ich habe jetzt gerade überhaupt nichts zu schreiben dabei und keinen Überblick über meinen Terminkalender. Folge davon, dass 2 von 10 Leuten schon mal nichts schreiben. Also die Aufgabe hätte ich gemacht, ohne dass sie wirklich notwendig gewesen wäre oder den Termin wahrgenommen. Und die anderen 8, die ja, mal schreiben mir dann auch nett die Aufgabe hin. Und ich habe dann die Zeit zu entscheiden, mache ich es, passt das in mein Termingerüst rein oder sage ich, innerhalb dieser 4 oder 6 Wochen geht das nicht, aber innerhalb von 12 Wochen oder es geht gar nicht und so weiter. Ne? Klassischer Stressor, zu schnell Entscheidungen treffen. Erkannt, ich baue mir einen Puffer ein, indem ich trainiere, in aller Freundlichkeit zu sagen, ah, gerne, aber bitte per E-Mail senden. Super Sache. Hat dann schon unheimlich viel rausgenommen. Ich selbst mache das natürlich auch anderen gegenüber, weil ich dann auch noch mal in mich gehen kann und vielleicht stellt sich raus, wir müssen das Projekt gar nicht so groß aufhängen und ja, so eine operative Hektik verbreiten. Gut, bei der 30-Tage-Challenge heißt es also 30 Tage wirklich dran zu arbeiten, ob es ein Post-it ist morgens, wie gesagt, am Spiegel im Bad oder was ja auch sehr schön ist, wir haben ja die Handys meistens in irgendwelchen Klappgeschichten drin, sich da einen kleinen Reminder reinzumachen oder wie auch immer ihr das machen wollt, einfach um euch auch dran zu erinnern und euch nur auf die eine Veränderung zu konzentrieren. Also wirklich mal einen Monat lang ganz bewusst zu üben, Nein sagen. Oder ganz bewusst zu üben, sich eben Zeit zu verschaffen. Zu sagen, bitte schriftlich, dann habe ich es eben auch richtig im Posteingang. Oder ähnliche Dinge. Und ganz wichtig, bei einer kleinen Challenge, verknüpft dies mit einem Ritual. Also immer mit irgendetwas, was ihr bisher schon macht oder etwas, was euch vielleicht Spaß machen wird. Und wendet es natürlich 30 Tage an. Und jetzt wird schon so ein bisschen klar, warum ein Erfolgsteam vielleicht ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt mit so 4 oder 6 Leuten, ein Erfolgsteam sagt man, sollte maximal 8 Personen umfassen, weil ansonsten bilden sich Untergruppen. Wenn man da dann regelmäßig drüber redet, dann ist das auch egal, ob der eine sagt, ich habe keine Strukturen und der andere sagt, ich habe keine Prozesse. Das Wichtige ist, dass man sich gegenseitig anstupst und sagt, na, wie ist dein Fortschritt? Ne? War es gut oder war es schlecht? Weil dann bleibt man automatisch dran. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dran zu bleiben, zu denen gleich in der Folgefolie. Wichtig ist, ja, bei so einem De-Stress-Prozess sich immer klar zu sein, es gibt 3, 4 Stufen, die wir haben beim Lernen. Das erste ist die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, ihr fühlt euch gestresst und wisst nicht warum. Das zweite ist die bewusste Inkompetenz. Das heißt, ihr seid euch bewusst, dass ihr gestresst seid und auch warum. Aber es klappt einfach nicht. Ihr wisst, ihr habt wieder nicht Nein gesagt und der Moment ist leider vorbei, Nein zu sagen. Stimmt nicht. Zum Beispiel könntet ihr ja im Nachhinein den Telefonhörer in die Hand nehmen, zu sagen, ich habe darüber nachgedacht, das funktioniert nicht. Ja? Geht auch. Und dann kommt man in den Schritt der bewussten Kompetenz rein. Also wir drehen uns hier sozusagen im Kreise in unserem Quadrat, zumindest in einer Drehung. Und in der bewussten Kompetenz merkt ihr, ich habe heute ein paar Mal Nein gesagt. Ich habe mir die Zeit gelassen zur Vorbereitung auf einen Termin. Ich habe mir die Zeit gelassen, wirklich etwas nachzubereiten. Ich habe eine Aufgabe zurückgegeben und gesagt, heute tut mir leid, wenn Sie es wirklich heute haben wollen, müssen Sie es selbst erledigen. Ja, meine Zeit ist begrenzt, frühestens nächsten Mittwoch. Habt das alles toll erfolgreich gemacht an euren Stressbaustellen und sagt, ja, super, klasse Tag, ich habe es geschafft. Und das ist der Punkt, der ist sehr gefährlich. Und deswegen ist es wichtig, es mindestens über 3 Monate zu machen, wenn ihr wirklich eine ordentliche Veränderung dauerhaft manifestieren wollt. Dann steigen die meisten aus und sagen, ach ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht. Muss bloß Nein sagen. Funktioniert total super. Und in der nächsten Stresssituation
wenn irgendein anderer Stressor da ist, versagt das schöne neue Instrument, weil ja Stress da ist. Und dann denkt man nicht mehr dran, und es ist noch nicht so eingeübt. Und deswegen muss man unbedingt weitermachen. Dafür helfen insbesondere eben Erfolgsteams. Da hilft auch nicht so ein einzelnes Training. Ja, es hilft ein Einzelcoaching, es hilft ein Erfolgsteam, ob jetzt formal oder in einer informalen Gruppe, in der ihr euch vielleicht zusammenfindet. Und dann kommt ihr wirklich in die unbewusste Kompetenz. Ihr denkt überhaupt nicht mehr drüber nach. Ihr seid entstresst und gelassen. So wie ich heutzutage zu meinen Terminen hinfahre. Und wenn ein Stau kommt, ich habe nicht mal einen erhöhten Herzschlag. Ja, und selbst wenn es 10 Minuten vor dem Termin ist, ja, dann nutze ich eben mein Autotelefon, rufe an, weil ich ja weiß, dass die Nummer schon vorher abgespeichert wurde und ich nicht hektisch suchen muss. Weil für all diese Dinge habe ich dann schon gesorgt und kann sagen, sorry, die Ankunftszeit laut Navi wird wahrscheinlich 15:20 Uhr sein oder was auch immer. Und das ist dann zwar immer noch ärgerlich, aber die Personen können dann im Termin vielleicht auch schon andere Dinge besprechen. Also ganz wichtig, die bewusste Kompetenz da nicht aufhören, sondern weitermachen. Und das schafft man eben auch nicht mit dem Tagestraining und auch nicht mit einem Durchlesen von Simplify Your Life oder Simplify Your Office oder irgendetwas. Tolle Sachen. Das Problem ist, wir befassen uns mit einem Tipp, das klappt einmal, sagen wir prima, haben wir gelernt, aber wir haben es de facto nicht verinnerlicht. Davon lebt eine ganze Zeitmanagement-Strategie sozusagen und Stressmanagement auch. Ja, häufig werde ich noch gefragt nach natürlich den Triggern für das De-Stressen. Also womit kann ich einfach Stress rausnehmen? Beim Arbeiten ganz einfach vielleicht Flow-Musik zu hören. Und zwar, das ist Musik, die ist auf unseren natürlichen Herzrhythmus abgestimmt. Man könnte auch sagen, die Kaufhausmusik ist ähnlich, kommt aus der Neurowissenschaft. Und da gibt es, wenn man Flow Music eingibt, gibt es da einige Tools und in meinem Blog ist auch gerade aktuell wieder ein Artikel dazu drin. Und die lässt man nur so per Headset oder so recht leise im Hintergrund laufen, sodass sie gerade wahrgenommen wird. Und gerät man quasi in den Flow und kann sich sehr, sehr gut konzentrieren. Also es klappt hervorragend. Und das entstresst schon ziemlich. Das zweite, was wir haben, sind regelmäßige Pausen. Natürlich weiß jeder, leider machen es die wenigsten. Also wirklich dran arbeiten. Auch das kann schon ein Ding sein, zu sagen, ich nehme mir die nächsten 30 Tage vor, in der Mittagspause einmal um den Block zu laufen. Wirklich raus aus dem Büro, egal bei welchem Wetter. Einfach mal machen. Nicht 3 Tage, nicht 5 Tage, 30 Tage, einen Monat durch. Also 30 Tage wird natürlich nicht gearbeitet, aber die 20 Tage im Normalfall dann eben, ja, man kann natürlich am Wochenende das gleiche zu Hause weitermachen und wird feststellen, dadurch werde ich ruhiger und bestimmte Stresssituationen entstehen gar nicht mehr. Genauso kann man das natürlich machen mit Frühstücks- oder Mittagsritualen oder eben auch der anderen Nutzung von Reisezeiten. So, jetzt haben wir schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Ein kurzes Stichwort noch zu den Werkzeugen. Ihr seht hier 30 Murmeln für meine persönlichen 30-Tage-Challenges und die tue ich dann immer von einem Glas ins andere und sage, boah, der Challenge-Tag, ich habe es durchgehalten. Genau das habe ich gemacht und ja, nach 30 Tagen nehme ich mir die nächste kleine Verbesserung vor. Dann werden die Gläser umgedreht und für jeden Tag, wo es geklappt hat, kommen die Murmeln von einem Glas ins andere. Wenn es zwar mehr als ein Tag, also 2 Tage nicht geklappt hat, fange ich wieder von vorne an, denn dann habe ich ja den Lernprozess unterbrochen. Sehr, sehr wichtig, dass man das einfach macht. Man kann sich natürlich auch so einen Handschmeichler holen, also so einen schönen Stein von rechts nach links in die Hosentasche. Man kann mit Magneten was machen, Nüsse, Linsen. Wichtig ist vielleicht einfach was Haptisches zu nehmen. Das kann aber auch, weiß ich nicht, ein schöner Stift sein, der einfach nur von rechts nach links gelegt wird. Der Mensch neigt dazu, einfach was anfassen zu wollen. Und damit
Mit so etwas wie den Murmeln oder anderen Dingen könnt ihr den Erfolg anfassen, könnt sagen, wow, heute geschafft, zack, von einem Ding ins nächste. Ja, super. Macht's einfach. Ihr werdet merken, es bringt wirklich sehr, sehr viel. Also ich finde die Murmeln einfach immer klasse, die sehen auch gut aus. Und die fallen auch nicht auf. Da fragt mal vielleicht jemand, warum hast du hier Murmeln im Büro stehen? Und dann sage ich, ja, ach, das ist nur eine Erinnerung aus den alten Zeiten, wenn ich nicht über meine Challenge sprechen will. Oder ich erkläre eben, worum es geht. Ja, ich habe einige Weblinks auch in dem Dokument, was hier zum Download steht, freigeschaltet oder hinterlegt. Und das ist der Stresstest der Technischen Krankenkasse. Die hat im Augenblick ein oder hat jetzt eine Studie vorgelegt, nach der rund 57% aller Arbeitnehmer sich gestresst fühlen in der Bundesrepublik. Und das ist schon ein enormer Stressfaktor. Dann gibt es bei Psychomeda, das ist ein anerkanntes psychologisches Portal, einen sehr schönen Burnout-Test und einen sogenannten Entspannungscoach im Fokus-Magazin. Der hat, glaube ich, 10 Folgen. Und ja, den kann man vielleicht auch mal testen für den Anfang. Und Flow-Musik kann man natürlich, Musik oder Music findet man unter anderem bei Focus at Will. Das ist 30 Tage kostenlos, kostet danach allerdings eine kleine Grundgebühr. Aber es gibt, wie gesagt, auch kostenfreie Dienste. Aber vielleicht mal, um Appetit zu bekommen, Focus at Will ist da sehr toll. Ich nutze es regelmäßig und ja, es hilft mir wirklich auch, ja, kreative Aufgaben genauso wie unheimlich langweilige Buchführungsaufgaben. Also für mich ist Buchführung langweilig, für andere Leute ist das toll. Um die dann zu machen, hilft mir Flow-Musik zum Beispiel unheimlich, um entstresst die Sache zu machen. Ja, dann noch ja, ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin immer erreichbar montags und freitags in meiner Sprechstunde, die ist kostenfrei unter eben den beiden angegebenen Telefonnummern und da stehe ich immer mit Rat und Tat zur Stelle, natürlich auch zum Erfolgsteam De-Stress Yourself. Wie gesagt, ich habe eins hier vor Ort, wo wir uns wöchentlich vor Ort hier in der Region treffen und mache das aber seit Januar auch online und das sind dann immer 12 Termine in 12 Wochen, maximal 6 Personen für wirklich spürbare Veränderungen, mehr Gelassenheit und mehr Produktivität und das kann man wirklich garantieren. Also ja, ich sage immer, wenn man wirklich dabei bleibt, 20% gewinnt man an Zeit, die man wirklich vorher eigentlich mit Wuselei vielleicht ja, dort verplempert hat und die kann man dann einfach sinnvoller einsetzen, ob für Sport, Familie, Weiterbildung oder für das nächste bessere Projekt, den interessanteren Kunden. So, das war jetzt in den letzten Minuten ein wenig eine Druckbetankung. Ich hoffe aber doch, es hat euch Spaß gemacht und ihr nehmt noch einiges mit nach Hause. Ja, vielleicht noch, wer eine Frage hat, gerne einfach mal den Chat noch nutzen. Und ich blätter noch mal zurück auf meinem Blog. Das ist der Karriere nach Mars. Da werden vielleicht auch einige drüber hier hingefunden haben. Dort gibt es eben auch den Mehrwertboten, der erscheint unregelmäßig und auch nicht allzu häufig, also kein Spam. Und ja, es sind regelmäßig Blogartikel zu den Themen eben Arbeitsorganisation und Zeitmanagement, aber auch zum Networking finden sich einige Artikel dort. Also immer mal wieder Anregungen, vor allem auch zu Tools wie Focus at Will. Da gibt es zum Beispiel auch einen Artikel, in dem werden auch alternative Flow Music Portale genannt. Okay, es kommt keine Frage mehr. Dann bleibt mir einfach, ja, mich zu bedanken und ich würde mich über eine positive Bewertung hier bei
Edjo freuen und wünsche noch einen wunderbaren, schönen Abend. Es ist hier wunderbar mild und sonnig draußen, hier am Niederrhein und ja, eine entspannte Zeit.